In diesem Video häkeln wir ein paar Schuhe für unsere 45 cm große klassische Sammy-Puppe. Häkle eine Luftmaschenkette mit 9 Luftmaschen plus eine Hebeluftmasche. Also insgesamt eine Luftmaschenkette mit 10 Luftmaschen. Und wir fangen an mit unserer Anfangsschlaufe hier. Und dann häkeln wir 10 Luftmaschen. Nun beginnen wir in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel entfernt und häkeln jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Ich beginne in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel entfernt und mache dann 7 weitere halbe Stäbchen. Wenn wir dann unser 8. halbes Stäbchen gehäkelt haben, hier ist es, werden wir 6 halbe Stäbchen in die nächste Masche häkeln. Also alle 6 halben Stäbchen gehen in dieselbe Masche hier. Und hier ist das 6. halbe Stäbchen, dann können wir an dem Garnende ziehen, um die Masche kleiner zu machen. Und jetzt machen wir jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und das 8. Und nun machen wir jeweils 5 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Alles in dieselbe Masche. Und dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und wenn du magst, dann benutzt doch einen Maschenmarkierer. Das macht es ein bisschen einfacher, dann weiß man immer ganz genau, wann man wieder am Ende der Runde angekommen ist. Also wir beginnen mit einer Hebeluftmasche und dann machen wir jetzt jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und nun machen wir dann jeweils 2 halbe Stäbchen in die nächsten 6 Maschen. Also jeweils 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche. Und vorher können wir dann noch hier das Garnende abschneiden,
Das haben wir jetzt ausreichend eingearbeitet in die Schuhsohle und es ist schön fest und sicher. Und jetzt können wir anfangen mit unseren zwei halben Stäbchen in die nächsten 6 Maschen. Jeweils zwei halbe Stäbchen in dieselbe Masche, 6 Mal. Und anschließend machen wir dann wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und dann häkeln wir jeweils zwei halbe Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Und dann schließen wir diese Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und auch hier werden wir dann jetzt wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen häkeln. Und jetzt häkeln wir dann in einem Muster. Und zwar machen wir zwei halbe Stäbchen in die erste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach. Dann wieder zwei halbe Stäbchen in die nächste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach. Also 2, 1, 2, 1 und das wiederholen wir 6 Mal. Und anschließend machen wir wieder ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen.
Nun wiederholen wir unser Muster. 2 halbe Stäbchen in die erste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach. 2 halbe Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Und das wiederholen wir 5-mal. Und wir beenden die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Hier ist unsere Hebeluftmasche und nun machen wir jeweils ein halbes Stäbchen in den nächsten 8 Maschen wieder. Und dann häkeln wir jetzt in einem anderen Muster und zwar machen wir 2 halbe Stäbchen in die erste Masche und dann jeweils ein halbes Stäbchen in die 2 Maschen danach. Also 2, 1, 1, wir machen 2 halbe Stäbchen in die erste Masche, ein halbes Stäbchen in die zweite Masche und ein halbes Stäbchen in die dritte Masche. Und das wiederholen wir dann auch 6-mal. Ich hoffe, das macht Sinn, das ist alles auch nochmal ganz genau aufgeschrieben in dem Schnittmuster, wenn du das kaufst und herunterlädst. Und anschließend machen wir dann wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und dann arbeiten wir auch jetzt wieder mit diesem Muster 2, 1, 1, also 2 halbe Stäbchen in die erste Masche, dann ein halbes Stäbchen in die zweite Masche und ein halbes Stäbchen in die dritte Masche. Und das wiederholen wir dann 5-mal dieses Mal. Thank you.
Und dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. Und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und in dieser Runde häkeln wir nur in die hinteren Schlaufen der Masche, in die hinteren Schlingen der Masche. So würde ich normalerweise häkeln, durch die beiden Schlingen hier. Und jetzt machen wir nur die hintere Schlinge und ich nehme dann immer noch eine Schlinge von der vorherigen Runde auf. Das macht es ein bisschen stabiler, finde ich, aber du kannst auch nur in der hinteren Schlinge der Runde häkeln. Das geht auch. Und zwar machen wir feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und da das ja immer dasselbe ist, werde ich dann auch gleich ein bisschen nach vorne springen, damit das Video nicht ganz so furchtbar lang wird. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und beenden die Runde mit einer Kettmasche. Und wir beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und dann werden wir, also hier ist die Hebeluftmasche, und dann werden wir jetzt jeweils ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe häkeln. Das ist eine schön einfache Runde, da muss man nicht so viel nachdenken und zählen. Wir machen einfach jeweils ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und auch hier werde ich dann wieder nach vorne springen bis zum Ende der Runde. Du kannst ja das Video pausieren. Und wir beenden die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und in dieser Reihe wiederholen wir genau dasselbe, was wir eben gemacht haben. Wir machen einfach jeweils ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und auch hier werde ich dann gleich wieder zum Ende der Runde vorspulen, vorspringen. Und du kannst ja das Video auf Pause machen hier und dann, wenn du am Ende angelangt bist, wieder weiterspielen. Und dann sind wir auch wieder fast am Ende angelangt. Noch ein halbes Stäbchen. Und dann beenden wir die Runde mit einer Kettmasche. Und wir beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und hier ist die Hebeluftmasche. Und nun werden wir jeweils eine feste Masche in die nächsten 7 Maschen häkeln. Dann häkeln wir ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und anschließend werden wir jeweils 2 Maschen zusammen abmaschen mit einem Stäbchen, also 2 Stäbchen zusammen abmaschen und das wiederholen wir 12 Mal. Und wenn du das Ganze im Detail sehen möchtest, wie man 2 Stäbchen zusammen abmascht, dann ist das auch alles in der Häkelserie für Anfänger beschrieben. Die ist ja unter diesem Video verlinkt und auch am Ende des Videos wird ein Link sein auf dem Bildschirm. 2 Stäbchen zusammen abmaschen. Und damit machen wir die Fußspitze für diese Häkelschürchen.
Und anschließend häkeln wir dann wieder ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und dann jeweils eine feste Masche in die nächsten 7 Maschen. Und für den Rest der Runde häkeln wir dann jeweils ein halbes Stäbchen in jede Masche der Reihe, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Und da werde ich dann auch gleich wieder zum Ende nach vorne springen. Und nun sind wir am Ende angelangt und machen wieder eine Kettmasche, um die Runde zu beenden. Ein bisschen trickelig hier. Und wir beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und dann machen wir wieder jeweils eine feste Masche in die nächsten 7 Maschen. Und dann häkeln wir ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und dann werden wir wieder 2 Maschen zusammen abmaschen, 2 Stäbchen zusammen abmaschen und zwar wiederholen wir das dieses Mal 6 Mal. Also 2 Stäbchen zusammen abmaschen, 6 Mal. Und nun häkeln wir wieder ein halbes Stäbchen und dann wieder feste Maschen in die nächsten 7 Maschen. Und auch hier häkeln wir dann wieder halbe Stäbchen, bis wir am Ende der Reihe angelangt sind. Und da werde ich dann auch gleich wieder nach vorne springen, bis zum Ende der Reihe. Und da sind wir dann auch hier wieder am Ende der Reihe angelangt, machen unser letztes halbes Stäbchen und beenden die Runde mit einer Kettmasche. Und dann beginnen wir die nächste Runde auch wieder mit einer Hebeluftmasche. Und diese Reihe ist schön einfach, da machen wir einfach feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Da kann man sich dann schön entspannen, zurücklehnen. Man muss nicht so viel nachdenken. Schöne feste Maschen in jede Masche der Reihe rundherum. Und da habe ich dann auch wieder zum Ende der Reihe bin ich nach vorne gehüpft. Du kannst ja immer das Video pausieren. Und jetzt machen wir eine Kettmasche, um auch diese Runde zu beenden. In der nächsten Runde werden wir jetzt anfangen, die Bändelchen zu häkeln, um die Schuhe zusammenzubinden.
Und zwar machen wir eine Luftmaschenkette mit 40 Luftmaschen. Und wenn wir dann am Ende der Luftmaschenkette angelangt sind, werden wir Kettmaschen machen an der Luftmaschenkette entlang bis nach unten, bis wir wieder an der Schuhkante angelangt sind. Und nun sind wir oben fast angelangt und dann können wir anfangen mit den Kettmaschen. Wir werden jetzt einfach eine Kettmasche in jede einzelne Luftmasche der Luftmaschenkette machen, bis wir wieder unten am Ende angelangt sind. Das macht die Bändelchen ein bisschen stabil und am Anfang ist es ein bisschen tricky, aber dann kann man hier an dem Ende festhalten und dann geht es ein bisschen einfacher. Und dann beschleunige ich gleich das Video, damit es alles ein bisschen schneller vorangeht. Aber man kann trotzdem noch sehen, was ich hier mache. Und du kannst ja immer das Video auch auf Pause drücken, wenn du magst. Nun sind wir dann schon fast wieder an der Schuhkante angelangt und machen unsere Kettmaschen. Und dann werden wir uns anschließend an der Schuhkante entlang arbeiten, vorarbeiten mit Kettmaschen. Und zwar machen wir jetzt jeweils eine Kettmasche in die nächsten 22 Maschen und dann machen wir das nächste Bändel. Und wenn wir dann unsere 22 Kettmaschen gemacht haben, können wir wieder eine Luftmaschenkette machen mit 40 Luftmaschen. Und da bin ich dann schon wieder ans Ende vorgesprungen. Und zwar haben wir uns schon wieder mit den Kettmaschen heruntergehäkelt an der Luftmaschenkette und sind jetzt fast wieder an der Schuhkante angelangt. Und dann werden wir die Runde beenden. Mit Kettmaschen in jede einzelne Masche der Runde,
bis wir wieder am Anfang angekommen sind und dann können wir auch schon den Schuh fertig machen. Und da sind wir schon fast wieder angelangt mit unseren Kettmaschen. Und manchmal mache ich noch zwei, drei mehr Kettmaschen, weil die sind einfach dekorativ, finde ich. Und dann kann ich das Garn abschneiden. Und dann ziehe ich das Garnende durch die letzte Masche und nehme dann meine Wollnadel und vernähe das Garn im Schuh, damit man es nicht mehr sehen kann. Und dann kann ich es abschneiden und das erste Schüchchen ist fertig. Und dann habe ich natürlich noch eins gemacht, weil meine Puppen mögen am liebsten zwei Schüchchen haben. Und vielen, vielen Dank, dass du mit mir zusammen gehäkelt hast. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht und deine Puppe erfreut sich an ihren neuen Schüchchen. Wenn du die anderen Puppenschuhgrößen auch noch sehen möchtest, die sind unter diesem Video verlinkt und auch die Häkelserie für Anfänger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.